Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Geschäftsfrauen-Seminar, zum letzten von diesen vier Webinar. Es geht um das Finanzcockpit, man kann auch Dashboard sagen oder Kennzahlenübersicht oder allgemeines Berichtwesen. Wichtig ist, da ich bin selber ein Betriebswirt, also ich schaue nicht irgendwie eine steuerliche Sicht an oder rechtliche Themen, ich komme zwar auf zwei Seiten kurz noch auf den rechtlichen Exkurs, aber generell schaue ich betriebswirtschaftliche Zahlen an, wie funktioniert der Betrieb, was kann man machen, was sind Innovationen, was für Sparten gibt es, all diese Themen. Und es gibt sehr viele Zahlen in der Unternehmung generell. Und man kann relativ einfach die Zahlen gut aufbereiten, damit man schlussendlich eine gute Übersicht hat für Kader, für Geschäftsleitung, für wer immer neben die Daten braucht, um auch zu sehen, wo stehen wir mit der Firma aktuell, woher können wir gehen, was steht da, was für Herausforderungen müssen wir annehmen. Ich selber habe noch seit 3 Jahren in der Gewerbetreuhandel als Berater. Vorher habe ich in einem Grosskonzern geschafft. Und dort hat die Erfahrung gemacht, dass das ganze Berichtswesen ist extrem detailliert, extrem umfänglich. Das braucht man in der KMU-Welt sicher nicht in dem Rahmen. Nichtsdestotrotz gibt es auch dort gute Tools, die man eben in die KMU-Welt bringen kann. Und ich stelle euch jetzt mal eine einfache Variante vor. Wir sehen nachher auch noch, welche anderen Tools es weitergeht. Gehe ein bisschen detailliert in die theoretische Anbindung und dann auch noch in die Kennzahlen. Man sieht das hier auf der nächsten Seite, was für Kennzahlen spezifisch dass man anschauen soll, wo dass man vielleicht auch branchenspezifische Kennzahlen hat und dann 1-2 Bilder von Finanzcockpits, wie wir das auch schon für Kunden aufbereitet haben oder wie ich es aus der Vergangenheit bereits kenne. Wir haben die ganzen Führungsinstrumente, die eine Firma hat, die bereits vorhanden sind, die stellen die beantworten jenste Fragen. Firma in der Mitte, ihr habt so Fragen täglich, zum Teil auch nicht täglich, zum Teil vielleicht pro Monat. Wir haben es jetzt auch gesehen mit dem ganzen Thema, wo wir momentan drin sind, wie die Liquidität wichtig ist. Das ist ohne links, stimmt unsere Liquidität, geht das auf, langt das Kontokorrent, das wir haben. Auch vielleicht der Ausblick, wie sind Mitarbeiter ausgelastet für die nächsten Wochen, Monate, vielleicht noch länger. Was für Investitionen stehen da? Woher wollen wir gehen? Sind wir aktuell? Braucht es Erneuerungen? Sind wir nahe am Markt? Sehen wir, was passiert? Wie ist unsere Firma aufgestellt? Welche Sparten sind am Margen stärksten? Wo verlieren wir Geld? Entwickelt sich der Umsatz wie erwartet? Und Umsatz ist eins. Das ist immer gut, Umsatz zu generieren. Aber schlussendlich muss man auch die Kosten im Griff haben. Nicht, dass die ausufern. Weil irgendwo will man ja rentabel weitergehen mit der Firma. Um so Fragen zu beantworten, ist es wichtig, eigentlich relativ schnell die Antworten zu bekommen und möglichst frühzeitig. Je früher dass wir Antworten haben auf Fragen oder gar nicht die Risiken reinlaufen, je besser ist das, je einfacher und schneller können wir auch reagieren. Die ganze Thematik, die ich jetzt zeige von dem Finanzcockpit, das bettet sich, wir nennen es auf Neudeutsch Balance Scorecard, in dem Thema ein. Ihr habt auch im Memo, wo jetzt Ende Juni rauskommt, einen Artikel drin, der das ein bisschen tiefer erklärt. Wir haben sozusagen wie der Grund oder der Kern des Ganzen ist eigentlich die Unternehmensstrategie. Woher wollen wir? Wie funktioniert diese Firma? Auch da haben wir ein Tool bei der Gewerbetreuhand. Das wird vom Fachteamleiter Xavier Allgäuer betreut, bei der Führung und der Organisation, wo wir A4-Strategie nennen. Das ist auch gemünzt für KMUs, wo relativ schlank gehalten ist. Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, eine Strategie zu haben, Unternehmensziel definieren und dann auch zu sehen, woher wollen wir und wie können wir dorthin, gewisse Massnahmen zu definieren. Wenn man Massnahmen definiert, soll man auch wissen, wie kann man die messen, wie kann man schauen, sind wir richtig unterwegs. Und wir haben da verschiedene Sichtweisen. Heute werde ich vor allem auf das Finanzcockpit eingehen, das kann man aber auch ergänzen. Das, was wir oben rechts sehen, wo man sagt, ja, es geht mehr um die Finanzzahlen, die internen Finanzzahlen wichtig. Aber man kann es auch ergänzen mit Aussensichten. Ich komme dann auch noch von anderen Folien dazu, wo man sagt, ja, wir sind kundenzufrieden, kundentreu bei der Kundensicht. Oder intern sind Mitarbeiter produktiv, wie viele Weiterbildungstage haben sie, aber auch wie viele Krankheitstage haben sie. Oder Prozessperspektiven, wie schnell sind unsere Durchlaufzeiten, wie innovativ sind wir in der Firma.
braucht es eben noch gewisse Investitionen in Sachanlagen, gewisse Neuanschaffungen an Maschinen, damit wir wieder schneller werden, exakter werden und Kundenbedürfnisse besser abdecken können. Es gibt ganz viele verschiedene Führungsinstrumente, die man hat. Sagt das ganz links angefangen, der Businessplan, wo man mal auch eine Strategie festlegt, woher will man. Vielleicht hat man das für das Gesamtfirma erstellt, vielleicht nur für einen gewissen Teil. Das Working Capital, also der ganze Geldfluss, Geld, das reinkommt, Geld, das rausgeht. Man sieht das aber die Geldflussrechnung, Liquiditätsplanung. Die Investitionsrechnung, wenn man vielleicht konkrete Neuanschaffungen geplant hat. Eine allgemeine Kostenrechnung. Und da sind wir jetzt wieder bei betrieblicher Sicht, also Betriebsbuchhaltung. Wie viel tatsächlich Kosten sind verursacht worden, wie viel Umsatz tatsächlich Umsatz ist generiert worden. Wir haben dann auch ein Budget, das man vergleicht. Das ist auch in der KMU-Welt vielleicht nicht ganz so extrem etabliert, dass man gerade einen 5-Jahres-Plan hat, aber dass man doch gewisse Erwartungen hat für das Jahr, für das nächste Jahr. Woher entwickelt man sich? Braucht man einen neuen Mitarbeiter? Oder hat man vielleicht Mitarbeiter noch nicht komplett ausgelastet? Sollte man noch gewisse Umsatz reinholen, gewisse Aufträge? Das sind verschiedene Tools, die eigentlich in der Regel auf Bilanz, auf betriebswirtschaftliche Zahlen basieren. Irgendwann sind ja auch Ausblicke drin, Erwartungen. Irgendwann geht es in eine Finanzbuchhaltung rein, wo man dann, das kennen wir klassisch, mit dem Treuhand besprecht, einen Jahresabschluss, wo man gewisse Warendrittelbuchungen abbildet, gewisse gestellte Kredite bildet, wo man das sicher optimiert darstellt für die Firma, ist aber dann Finanzbuchhaltung schlussendlich eine Vergangenheitsbetrachtung. Es geht darum, wie hat man das Geschäft abgeschlossen, das Jahr abgeschlossen, kann man sich eine Dividende zahlen und diese Themen. Ich setze mehr oben dran, wo ich sage, wir haben ganz viele Führungsinstrumente bereits vorhanden oder könnte die etablieren. Und mit diesen Führungsinstrumenten bringt man die Firma dorthin, wo man eben den Plan, wo man in der A4-Strategie schlussendlich festgelegt hat. Und wieso sind die Führungsinstrumente neben dem, dass man, ich sage mal, wieder meine Sicht betriebswirtschaftlich, dass man die etabliert hat, im Griff hat, kommt der nächste Punkt, und das ist jetzt ein kleiner Exkurs in die Rechtsabteilung. Wir haben das neue Aktienrecht, ist momentan in Bearbeitung, und da geht es darum, dass man bis jetzt der Verwaltungsrat, das ist auf der linken Seite die aktuelle Gesetzgebung, der Verwaltungsrat steht bei dem Punkt 3 für die Ausgestaltung vom Rechnungswesen verantwortlich, für die Finanzkontrolle und Finanzplanung, also Kontrolle, was wir verschiedene Instrumente gesehen haben. Finanzplanung ebenfalls, dass man einen Plan erstellt, woher will man gehen mit der Firma. Und dann steht da, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist. Also ist das noch nicht zwingendermaßen gegeben. Man kann auch sagen, ja, man nimmt einfach die Firma, wie sie ist und wie sie läuft und hat als Verwaltungsrat nicht eine weitere Pflicht. Nichtsdestotrotz ist jetzt im Gesetzesentwurf, das ist jetzt basiert auf dem 5. Juni 2020, steht jetzt das verankert, dass der Verwaltungsrat eine klare, unentziehbare Aufgabe hat, auch unter dem Punkt 3 die Ausgestaltung vom Rechnungswesen, also der Jahresabschluss, den wir klassisch kennen, aber auch die Finanzkontrolle und die Finanzplanung, dass die Instrumente eben neu alle reinkommen, dass man eine Pflicht hat, die anzuwenden. Der Vollständigkeit halber habe ich noch eine zweite Folie, wo mehr Thema geht, wenn man dann richtige Zahlungsunfähigkeit geht, Kapitalverlust, Überschuldung von der Firma. Da wollte ich nicht weiter ausführen, das ist nicht das Ziel schlussendlich. Auch nicht das Ziel vom Finanzcockpit. Das Ziel ist, dass man das genau verhindern kann. Aber auch da wird einfach vom Gesetzes wegen wieder auf einen Liquiditätsplan verwiesen, dass man klare Aufstellung hat, Einnahmen, Ausgaben. Also man sieht, das ist auch im Gesetz verankert. Man kann eigentlich den Gesetzesteil weglassen. Für mich geht es mehr ums Betriebswirtschaftliche, dass man weiss, woher dass die Firma geht, woher, wie das Firma momentan funktioniert, wo, dass man vielleicht welche Schrauben noch anziehen oder leicht anpassen, damit man optimal unterwegs ist. Ich habe auch die ganze Folie, hat mich der Simon Meyerhans unterstützt zum Erstellen. Er ist diplomierter Steuerexperte und ist auch involviert, wenn wir uns für Kunden Finanzcockpits erstellen. Also von dort danke auch daher. Ich bin jetzt der, dass ich da durchführen darf. Und ich gehe jetzt mal mehr auch noch in theoretische Teile rein, in verschiedene Kennzahlen. Was ist wichtig bei den Kennzahlen? Welche Informationen soll rum sein? Und am Schluss kommt dann im dritten Teil, wie können wir die konsolidieren?
ganz klar, Kennzahlen sind, sollten vereinfacht und aber regelmäßig ermittelt werden. Regelmäßig, optimalerweise monatlich. Vor allem das Thema der Liquidität, das ist vor allem für kurzfristig auch im Monat innen muss das klar überwacht werden, aber dann sicher auch eine klare monatliche Planung. Es gibt auch gewisse Themen, wie vielleicht Fluktuationen, die man vielleicht quartalsmäßig oder sogar jährlich anschaut. Aber es soll abhängig sein von der Kennzahl, auch wie wichtig dass die halt für die Firma ist. Und, das ist gerade der nächste Punkt, sie soll handlungsrelevant sein. Also Kennzahlen, die man berechnet, auswertet, die sollen eben auch relevant fürs Geschäft sein. Und möglichst, wenn das geht, auch eine gewisse, also sicher einen aktuellen Wert vom Unternehmen abbilden, aber auch einen zukünftigen. Wenn man zum Beispiel einen Zollvergleich macht, wo man das Budget hat und sieht, wer ist beim Umsatz, da hat man bereits überreicht, sehr gut, man ist gut unterwegs vielleicht, führt das dazu, dass man gewisse Investitionen tätigen sollte. Aber wenn man im Umsatz hineinreicht, sollte man vielleicht schauen, dass man bei den Kosten ebenfalls ein gutes Auge drauf hat, nicht dass am Schluss Ende Jahr dann eben nicht aufgeht. Ich habe es schon zwei, drei Mal gesagt, also die Kennzahlen, wie sollen sie sich aufstellen? Halt, ein entscheidender Punkt ist die betriebswirtschaftliche Sicht. Und zwar, das ist die innere Sicht von eurer Firma. Ich habe ein Beispiel, wir begleiten Kunden auch in Betriebsprüfungen. Das ist ein Käufer, das ist ein Kaufinteressent gewesen, um eine grosse Firma akquiriert. Die haben etwa 100 Mitarbeiter gehabt. Das ist so, dass halt die Geschäftsleitung schon wieder ein bisschen weiter weg ist. Das Kader, die Geschäftsleitung ist zwar etabliert, aber sie sind nicht mehr ganz im Tagesgeschehen. Und für die ist es sehr wichtig, dass sie auch ein solides Finanzcockpit haben oder das Dashboard, das sie sehen. Wie funktioniert die Firma aktuell? Jetzt in dieser Firma war es leider so, gewesen, dass das ganze Finanzcockpit intern so aufgestellt war, dass es rein auf externen Zahlen basiert hat. Und die externen Zahlen, die haben halt die stillen Reserven drin. Wir haben nicht realisiert, dass in den letzten drei Jahren die stillen Reserven, die im grossen Maß vorhanden waren im vor drei Jahren, wegen Margenzufall ebenfalls reduziert worden sind. Und wir haben eigentlich drei Jahre lang nicht gemerkt, dass die Firma immer schlechter unterwegs ist. Und darum ganz zentral, dass man da immer eine interne Sicht hat. Ich komme da mit dem Beispiel, wo wir eben von den Teilnehmerinnen haben, auch noch auf externe Zahlen. Aber das ist rein jetzt eine interne Sicht. Ihr müsst dort qualitativ gute Zahlen, damit ihr wisst, was wird überhaupt angeschaut. Wir reden zum Teil von absoluten Zahlen. Das kann einfach der Umsatz sein, wie sich der entwickelt. Vielleicht ausstehende Offerten, weil das ist ein bisschen zukünftig. Also man offeriert, schaut, wie viele von diesen Offerten gewinnt man zum Beispiel. Der Auftragsbestand, immer wieder eine sehr wichtige Grösse, wo man sehen im KMU-Bereich, dass man sagt, man sollte je nach Branche einen Auftragsbestand haben, dass man mindestens zwei, mindestens drei Monate Mitarbeiter ausgelastet hat, voll ausgelastet hat. Natürlich ist der Gewinn relevant. Ein EBIT ist der Gewinn, eigentlich, bevor man die Steuern hat. Und auch der Personalaufwand ist in der KMU-Welt immer ein grosser Kostenpunkt, dass man dort auch klar das Augenmerk darauf hat, sieht, wie es sich dann entwickelt und dass dann nicht plötzlich exorbitant steigt. Man kann auch relative Zahlen haben, wo man einen Vergleich hat, also Margenberechnung. Oder eben, man hat so viel Gewinn pro Umsatz, man hat pro Mitarbeiter so viel Umsatz. Wir sehen das nachher. Plan, Zielgrößen definieren, woher will ich, also der Soll, der Plan, und dann aber ist, wo stehe ich. Optimalerweise monatliche Übersicht, kann aber gut sein. Im KMU sieht man das viel, dass auch quartalsmässig die Abgleich, dass man die hat und sieht, wo stehen wir momentan. Was ein weiteres Tool ist, dass man mit, sagen wir mal, branchengleichen Firmen sich vergleicht, also einen Branchenvergleich zieht, wo man sieht, wo stehe ich. Als Beispiel in einer Autogarage, wie viel Umsatz habe ich versus wie viel ist der Warenaufwand, das sind also hauptsächlich Neuwagen, Occasionwagen. Was habe ich dort für einen Deckungsbeitrag, den ich generiere? Wie stehe ich dazu im Branchenvergleich? Eine Firma, die ähnlich aufgestellt wie ich ist, eine Garage vielleicht mit ebenfalls 20 Mitarbeitern in dieser Grössenordnung mit ähnlichem Umsatz, hat die einen gleichen Deckungsbeitrag im Prozent? Reden wir da auch von 35% oder reden wir von 25%? Wo stehe ich gegenüber der Branche? Wir haben da die Möglichkeit, auf Gewerbestatistik zurückzugreifen als Gewerbetreuhand. Das sind anonymisierte Daten, wo man dann eigentlich nach verschiedenen Branchen eben genau die Kennzahlen ermittelt hat.
und auch können den Kunden zur Verfügung stellen und dann die kundenspezifischen Zahlen gegenüber der Stelle zu der Gewerbestatistik zahlen. Etwas, was halt auch immer wieder relevant ist, in der ganzen Umgebung, wir sind sehr, sehr deutsch, schweizerdeutsch unterwegs, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder, dass auch Kunden von KPIs reden. KPIs ist eigentlich der englische Ausdruck, Key Performance Indicator, wo halt mehr unternehmensspezifische Kennzahl ist, eigentlich das, was ich jetzt vorher herausgeführt habe. Man sagt, man muss die relevanten Kennzahlen für die Firma nehmen. Ich habe ein paar Kennzahlen jetzt aufgelistet, werde da nicht in alle Details hineingehen. Und zwar, es sind sehr wichtige Kennzahlen für die Firma. Für mich kommt nachher später noch etwas mehr, dass man eben branchenspezifische Kennzahlen ebenfalls selber berücksichtigen soll. Weil schlussendlich ist es so, dass man jetzt, wenn man eine Firma ist, vielleicht mit 20 Mitarbeitern, man hat den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin zuoberst allein, die ist so nach dem Tagesgeschäft in der Regel, dass man eigentlich nicht das zusätzliche Dashboard hat. Man hat gewisses, man redet auch vom Bauchgefühl, wo man sagt, ja, man sieht, die Liquidität stimmt, weil das Bankkonto stimmt. Ja, man sieht, man braucht eine neue Maschine, weil die andere ist ausgelastet. Je mehr, je grösser das man wird, je weiter weg das eigentlich dann eine Geschäftsleitung oder auch ein Kader ist vom Tagesgeschäft, je wichtiger ist es nachher, so ein Cockpit, Finanzcockpit aufzustellen. Da innen sind halt sehr zentrale Zahlen drin, wie Cashfluss, der Geldfluss, dass man hier sieht, wie viel Geldfluss pro Umsatz generiert man. Ein Verschuldungsfaktor, obwohl da muss man sagen, die meisten KMUs sind sehr, mit eigenen Mitteln sehr gut aufgestellt. Die Liquiditätskennzahlen, man hat da 1, 2, 3, redet man, das hat man vielleicht schon gehört in der Theorie. Ist wichtig eigentlich auch, dass man sieht, dass gewisse Liquidität halt benötigt ist, um aktuelle Kosten zu zahlen, kurzfristige Forderungen, kurzfristige Verbindlichkeiten. Das ganze Working Capital Thema, da komme ich nachher mal drauf zu, mit halt einem gewissen Debitorenmanagement, Kreditorenmanagement, also die Rechnungen der Kunden, die Rechnungen der Lieferanten und auch das Lager, immer wieder relevant. Bei der Rentabilität ist schlussendlich auch zu sehen, wie viel Gewinn wirtschaftet man mit dem ganzen Eigenkapital, das man eben in der Firma rein hat, ist vielleicht für die KMU-Welt jetzt nicht erst das Allerentscheidendste. Was ich sehr oft gesehen habe, ist halt ein gutes Debitorenmanagement. Das ist nachher der nächste Teil. Und vor allem der Teil Debitorenfrist. Dass Debitoren, dass man Klarheit hat, bis wann zahlen die. Kommt ganz auf die Branche drauf ab. Wenn man irgendwie ein Restaurant nimmt, dort ist ja eigentlich in der Regel der, der kommt gegessen, zahlt sofort. Also dort hat man keinen Debitorenausstand. Wenn man aber dann schon mal irgendwie Hochzeit-Events macht, vielleicht in einem grösseren Restaurant, mit irgendwelchen, wenn man einen Saal hat zum Füllen, dann kann es dann sein, dass es wieder auf Rechnung ist. Also hat man gewisse Zahlungsziele. Aber andere Branchen ist ganz klar, da gibt man vielleicht auch gewisse Zeit, zum, dass die Debitoren das können zahlen können. Je nachdem. Aber dass man das auch Klarheit hat, wo stehen wir, kommt das Geld auch tatsächlich hin. Auf dieser Seite auch, Entschuldigung, jetzt bin ich eins gekommen, die Kreditorensicht, wie schnell zahle ich meine Rechnung an die Lieferanten? Das sollte sich ungefähr ein bisschen in einem Mass befinden, dass man eigentlich, was man, bis wann dass man das Geld überkommt von den Kunden, dass man auch ungefähr in der gleichen Zeit das den Lieferanten kann zahlen kann. Und ohne dran beim Warenlager ist vor allem der erste Teil, der Warenumschlag, relevant. Wie oft verkaufe ich das Lager im Jahr? Und das kann sein, dass es wichtig ist, dass man ein grosses Lager hat. Nichtsdestotrotz heisst das Lager auch immer gebundenes Kapital. Also das Geld könnte man für anderes auch verwenden, vielleicht für Investitionen, für Investitionen in neue Sparten. Da muss man sich dessen einfach bewusst sein. Es gibt aber, was habe ich, einen Kunden im Holzbereich, der hat klar gesagt, er hat zwar einen Warenumschlag, also sein Lager hat sich nach 9 Monaten auf einmal umschlagen. Der sagt, ja, aber dafür ist er immer sofort lieferbereit. Also er hat alle Arten Holz sofort vor Ort. Das heisst, eigentlich der Kunde kann sofort beliefert werden. Ist es ein Verkaufsargument? Rein finanztechnisch muss man sich einfach bewusst sein, dass dann eigentlich das Lager für 9 Monate gebunden ist, also das Geld für 9 Monate gebunden ist. Vielleicht könnte man mit dem Geld in den 9 Monaten gewisse andere Tätigkeiten durchführen. Das sind ein paar Kennzahlen, die wir immer wieder sehen, die wir auch mit den Kunden immer wieder besprechen. Das ist sehr schlank gehalten jetzt für den Moment und das ist eigentlich sehr, das kann man auch, sagen wir mal, eben, quartalsmässig gut abbilden.
wenn es noch ein bisschen mehr in die Branche hineingeht, dort ist natürlich auch wichtig, was das Fuchten kommt, was für Kennzahlen sind wichtig für den Kunden. Ich habe da ein paar aufgelistet, wo ich bereits so ein bisschen in der Tätigkeit bei der Gewerbetreuhand halt, mit mir in Kontakt gekommen bin. Und man kann auch, es kann zum Teil interne Kennzahlen sein, was wichtig ist. Jetzt in der Baubranche kann aber auch sein, externe Kennzahlen, also eine Leerstandsquote oder Neubauprojekte, die lanciert werden, allgemeine Bautätigkeit. Vielleicht gibt es zum Teil Informationen vom Bundesamt für Statistik, dass man dort kann eigentlich gewisse Informationen ebenfalls monatlich oder quartalsmässig einfach in ein Finanzcockpit einfließen lassen, dass man das ebenfalls mit im Griff hat. Bei einer Garage bist du drauf gekommen, Marge pro Auto. Auto müssen wir vielleicht unterscheiden, ob wir jetzt ein neues Auto haben, Neuwagen oder Occasion. Vielleicht auch, was könnte interessant sein, wenn man in die Richtung will, Anzahl verkauft Elektroauto versus traditionell. In der Hotellerie gibt es das Thema mit Bettenbelegungsquote. Wo man sagt, ja, das ist auch entscheidend, dass die Hotels nicht komplett leer stehen für eine gewisse Zeit, sondern dass man irgendwie einen gewissen Prozentsatz, und das sind dann halt gewisse Erfahrungswerte, auch, die man da einfließen lässt, die Betten beleidigt hat. Gastronomie, klassisch ist Umsatz pro Tisch. Das ist manchmal auch, haben wir das schon selber erfahren, dass man kann auf die 6 zu Nacht reservieren oder auf die 8, weil der Tisch doppelt besetzt wird, was natürlich optimal ist für das Restaurant. Eins, was ich originell gefunden habe, ich das gesehen habe, Bruchquote, also das heisst zerschlagenes Geschirr oder zerschlagenes was auch immer in der Gastronomie kann zerschlagen werden. Und dort geht es nicht einmal darum, natürlich ist es ein Kostenpunkt, das ist sicher auch entscheidend, aber es geht auch darum zu sehen, und jetzt bewegen wir uns ein bisschen weg von dem. Auf dieser Folie mit dem Balance Scorecard habe ich gezeigt, wir sind eigentlich die Finanzzahlen, Finanzcockpit, und wir bewegen uns jetzt ein bisschen weg noch. Was man daraus lesen kann, ist dann halt auch zum Beispiel, dass man gewisse Prozesse, gewisse Abläufe falsch hat. Wieso hat man plötzlich eine höhere Bruchquote? Vielleicht, weil irgendetwas nicht richtig umgebaut ist, vielleicht, weil die Mitarbeiter nicht richtig geschult sind, vielleicht, weil gewisse Abläufe nicht optimal strukturiert sind. Also kann das sein, dass man eigentlich Prozesse optimieren muss. Und man kann das aus dem Finanzcockpit herauslesen. Im Einzelhandel hat man einen Umsatz pro Mitarbeiter, klassisch. Oder wenn man eine Verkaufsfläche hat, muss ja nicht immer sein, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, hat man auch Umsatz pro Quadratmeter. Im Pharmabereich zum Beispiel Anzahl Neuzulassungen bei der Swissmedic, wenn man jetzt Medikamente registriert in der Schweiz, pro Jahr hat man vielleicht das als Kennzahl definiert, dass man sagt, man will mindestens 10 Neuzulassungen, das ist vielleicht ein bisschen viel, sagen wir 5 Neuzulassungen, und dann misst man das pro Monat oder pro Quartal. In der Druckbranche habe ich ein originelles Beispiel noch gefunden mit jemandem der Teilnehmer von heute. Und zwar ein Kilogramm Farbe pro Jahr, die verwendet wird. Und ich komme jetzt gerade auf das zu, auf das Beispiel. Und zwar, wir haben von der Printex AG, ich bin halt die Teilnehmer kurz ein bisschen nachschauen, die da vorhanden sind. Das sind jetzt externe Zahlen. Eigentlich das Finanzcockpit, das ich erklärt habe, ich habe immer gesagt, betriebswirtschaftliche interne Zahlen ist auch für das Kader, für die Geschäftsleitung, für das Management gedacht. Das ist nicht gedacht, extern zu geben. Nichtsdestotrotz kann man mit gesammelten Zahlen auch andere interessante Informationen eigentlich dann auch öffentlich schalten. Und das ist da, bei der Printex haben die das auf der Internetseite. Wir sehen, wie viele wundervolle Kunden das haben. Ein Altersdurchschnitt. Ich nehme an, das ist nicht von den Kunden, bin nicht ganz sicher. Ich nehme an, das ist der Altersdurchschnitt von den Mitarbeitern. 90 Kaffee pro Tag, pro Woche, Entschuldigung. Das könnte auch mehr sein. Ich glaube, bei der Gewerbetreuhand hätten wir ein bisschen mehr Kaffee pro Woche. Ich weiss auch nicht, wie klar oder wie die Daten zum Schluss erhoben werden. Vielleicht sind das einfach Berechnungen, wo man sagt, Anzahl Mitarbeiter hat ungefähr im Durchschnitt 2 Kaffee pro Tag. Also tut man das aufrechnen. Oder man hat wirklich ein Messtool an der Kaffeemaschine, wo man immer sieht, wie viel Kaffee das frisch rausgeladen worden sind. Und das wird dann tatsächlich da publiziert. Ich gehe jetzt mal vom Ersten aus, aber nur als Idee. Und das Letzte, das was ich schon erwähnt habe, also die Anzahl Kilo Farbe pro Jahr, die man verdruckt hat, ist natürlich eine Messgröße, die man auch intern kann brauchen kann, aber die auch interessant ist, extern zu publizieren. Ohne daran zum Teil noch grafisch eine andere Darstellung. Um das noch ein bisschen erweitern, ich bin jetzt sehr ins Detail gegangen vom Finanzcockpit, Kennzahlen im Finanzcockpit, was man dort hat, welche Kennzahlen sind relevant, auch branchenspezifisch. Und mir in der Balance Scorecard ist man in dem oben rechten Teil hauptsächlich jetzt gewesen, aber
alle anderen Themen und zum Teil eben auch externe Faktoren sind ebenfalls wichtig für eine Firma. Und zwar kann man da ganz verschiedene Themen aufnehmen. Wir haben jetzt bei der Kundenzufriedenheit, wenn wir da oben links in der Box sind, beim Balance Scorecard, kann man zum Beispiel positive Bewertungen, Anzahl positive Bewertungen abbilden, intern oder Google. Ich glaube, wir können auch, ihr könnt für uns auch Rezensionen geben, schreiben auf Google, wenn ihr da zufrieden seid mit dem Geschäftsfrauenseminar, dass ihr da könnt sagen, mal, das ist interessant, oder die Webinarreihe, die sonst auch noch veröffentlicht ist bei der Veranstaltung auf unserer Seite. Das ist für eine Firma interessant, das auch zu sehen und zu sagen, gut, wie kann ich das messen? Heute gibt es so Tools, wie man es auch extern kann messen kann. Intern, ja, wie hoch ist der Stammkundenanteil? Vielleicht auch Kundenfluktuation, also welche Kunden sind nicht mehr gekommen. Kann aber auch wieder branchenabhängig sein, wenn man recht Projektarbeit erledigt. Kann das sein, dass man gar nicht Stammkunden aufbauen kann. Es gibt noch viele Beispiele, die ich jetzt nicht nennen will, wo man nicht eine Stammkundschaft aufbauen kann. Aber in der Regel hat man schon einen gewissen Teil Stammkunden, wo man eben kann, ebenfalls in ein Cockpit, ist nicht nur ein Finanzcockpit, in ein etwas erweitertes Finanzcockpit einfließen lassen. Mitarbeitermotivation, was ich gesagt habe, schon eben zum Anzahl Fehltage, Anzahl Fehlzeitquote, die Fehlzeitquote daraus berechnen, Fluktuationsquote, Fehlerquote, aber jetzt ein bisschen positiver Ausdruck, zum Beispiel Weiterbildungstage, die besucht worden sind. Prozessqualität, eine Ausschussquote, also was wird alles weggerührt, wie kann man das verbessern? Auch wie kann man den Prozess verbessern? Vielleicht gibt es neue Maschinen, die man anschafft, um das zu verbessern. Vielleicht ist aber nur der Prozess, wie man ihn hat, kann man den optimieren. Wie kann man die Durchlaufzeiten verschnellern und Qualität gleich behalten? Und nachher auch etwas, was ich gerne habe, zum Einflüssen lassen, sind eben externe Faktoren. Je nach Branche, oder jetzt das Beispiel, das ich von der Gewerbestatistik genannt habe, dass man eben einen Branchenvergleich hat, aber auch rechtliche Entwicklung. Ich habe jetzt das mit dem Verwaltungsrat noch reingenommen in der Präsentation. Inflationserwartungen könnte interessant sein, muss nicht. KMU-Welt wird nicht matchentscheidend, aber eins, was ich auch immer wieder sehe, ist halt Währungskursentwicklungen. Ich meine, wir hatten mal den GUMK im Euro-Kurs, wo wir die 1,20-Grenze aufgehoben haben unter dem Franken. Das hat bei vielen einen Einfluss gehabt. Zum Teil positiv, zum Teil negativ, je nachdem, ob man exportiert oder importiert. Aber dass man so etwas halt auch in ein Dashboard einfließen lässt. Also ein Dashboard kann man sehr individuell gestalten. Und da komme ich jetzt gerade auf die nächsten Themen. Wie soll das Dashboard aussehen oder das Cockpit? Ziel von einem Finanzcockpit ist, dass es einfach ist, übersichtlich, kontinuierlich. Man soll es möglichst gleich behalten, möglichst auf einer oder zwei A4-Seiten Platz haben. Es sollen die Kennzahlen drauf sein, die relevant sind, die wichtig sind für Firmen. Man muss aber auch Kennzahlen immer wieder mal überwachen und sagen, ja, man soll nicht nur immer die, die grün sind, darstellen, sondern die, die relevant sind, die, die kritisch sein können. Ganz klar, dass man sieht, woher geht die Firma, wo, dass man eigentlich genug schnell kann reagieren kann, wenn irgendwo etwas mal nicht korrekt ist, nicht gut läuft. Man sollte die Unternehmensentwicklung laufend überwachen können mit dem Finanzcockpit. Auch das, eben, es ist eine stetige Anpassungsfähigkeit. Wir sollen es anpassen, aber trotzdem auch eine Kontinuität behalten. Also, wir sollen nicht alle Quartal den Bericht neu gestalten, das nicht. Wir sollen den möglichst gleich behalten, dass man halt auch einen Wiedererkennungswert hat. Nichtsdestotrotz, wenn gewisse Kennzahlen plötzlich wichtig werden, soll man die integrieren. Wenn gewisse nicht mehr wichtig sind, soll man die exkludieren. Und es soll als Grundlage dienen für gewisse Unternehmensentscheide. Aber schlussendlich ist das auch, es ist nicht nur da, auf dem basierend soll man Unternehmensentscheid führen, sondern das sind natürlich andere Themen, die auch reinführen. Ich habe das Bauchgefühl schon mal erwähnt, allgemeine Situation. Aber ein solides Finanzcockpit zeigt halt, wo das Firma momentan ist und was man mit der Firma kann theoretisch noch erreichen. Ganz wichtig, es soll an Bedürfnis der Firma jeweils angepasst sein. Ich habe hier ein paar Printscreens drin. Simple Lösungen. Das ist jetzt eins per Excel gemacht. Excel haben die meisten schon in der Unternehmung. Das Erstellen kostet etwas, aber nachher kann man das eigentlich relativ einfach abfüllen. Man kann oft auch Excel mit gewissen gängigen ERP, also Buchungssystemen, kombinieren. Vielleicht muss man gewisse Informationen noch manuell hinzufügen, aber man kann in jenste verschiedene Arten Grafiken, da sind zwei Varianten drin, kann man abbilden, dass man eine einfache, möglichst schnelle Übersicht hat und sieht,
wo ist grün, wo ist rot, wo kommt es rauf, dann ist blau ist positiv, rot ist negativ. Wie tut sich welche Sparte entwickeln, die Liquidität, wieso ist das? Das Wieso kann man noch ergänzen, dass man vielleicht noch einen Kommentarspalte irgendwo drin hat, dass eigentlich der, der das erstellt, ebenfalls das kann kommentieren, damit nachher der Geschäftsleitung oder der Kader ebenfalls gerade auf einen Blick halt auch eine Erklärung dazu haben. Das ist eine Variante Excel. Ich gehe da nicht auf alle Varianten ein. ClickView ist ein Tool, das wir früher genutzt haben. Das ist aber dann halt schon sehr, sehr umfangreich. Ich sehe da jetzt auch eine globale Weltkarte. Da befinden wir uns jetzt nicht unbedingt gerade mit der KMU-Welt. Aber das gibt jenste Tools, jenste Anbieter. Wir haben eins, wo wir neben dem klassischen Excel können für Kunden umsetzen können, haben wir auch Abacus, hat ebenfalls so ein Dashboard zur Verfügung. Sie nennen das Data Analyzer. Ihr habt auch zwei Printscreens, wo man dann aus dem Abacus direkt, also wer kommt schon auf Abacus ist, hat ja gewisse Finanzzahlen schon drin. Es kann sein, dass man gewisse betriebswirtschaftliche Zahlen noch ergänzen muss. Aber mit dem eigentlich relativ schnell Auswertungen hat, sechs mit den Tachometern, mit irgendwelchen Balkendiagrammen oder auch mit der Schweizer Karte, mit diesen Kreis. Also das kann man sehr, sehr individuell gestalten. Und da gibt es die verschiedenen Varianten, die man kann lösen kann. Ist ganz relevant, was will die Unternehmung, wo will die Unternehmung her? Und halt auch immer, wer sind die Anspruchsgruppen? Ist es einfach eine Geschäftsleitung, die können alle das Gleiche sehen? Oder ist es ein Finanzcockpit, das man aufstellt für eine Geschäftsleitung und zum Beispiel Kadermitarbeiter? Dann kann das sein, dass die Geschäftsleitung das vollumfänglich sieht, Kadermitarbeiter jeweils nur ihren Teil, ihre Sparte, die sie betreut. Je nachdem, was für Bedürfnisse da sind, eignet sich vielleicht schon eine schlanke Lösung auf Excel oder auch eine Lösung, jetzt in dem Beispiel im Abacus oder vielleicht im ERP, das ihr habt, dass man dort ebenfalls irgendein Dashboard schon könnte integrieren. Das müssen wir natürlich mit der entsprechenden IT-Firma abklären. Ich hoffe, das hat einen gewissen Einblick gegeben in die ganze Welt von der betriebswirtschaftlichen Sicht, der einfachen Sicht. Wie kann ich eine Firma in Zahlen auch darstellen? Und würde jetzt den Vortrag schließen und wäre offen für die Fragerunde. Besten Dank.